Also, ich habe heute meine goldene Gams von Kitzbühel mit. Das ist der Sieg von 2004. Einer oder der emotionalste Sieg in meiner Karriere. Ich habe zum Glück eine sehr erfolgreiche Karriere gehabt und es werden andere Trophäen auch in Frage gekommen. Aber Kitzbühel zu gewinnen ist etwas ganz Besonderes und in meinem letzten aktiven Jahr 2004 dort nochmal zuzuschlagen, war einfach traumhaft. Ich habe da eine sehr gute Fahrt erwischt mit nahezu keinen Fehlern und der Rennläufer hat immer das perfekte Rennen im Kopf. Sobald er einen kleinen Schnitzer hat, glaubt er, er ist alles verloren. Und mir ist auch so gegangen, erst im Ziel, wie ich dann gesehen habe, minus 1,21, was da gestanden ist, ist natürlich alles aus mir herausgebrochen. Die Freude pur, einen Urschrei und dann große Freude. Ah, ich kann mich erinnern, da oben war der Robert Brunner noch mit dabei, unser Betreuer im Zielraum, der für uns viel über die Medien abgewickelt hat, uns da betreut hat und vieles arrangiert hat. Und dann sind fast die Tränen gekommen. Und alle anderen haben eine riesen Gaudi auch gehabt. Vielleicht auch mit dem Hintergrund, weil es damals von der Startreihenfolge her ein bisschen anders war. Da war der Beste am Schluss, also die besten 30 in gestürzter Reihenfolge. Und ich war eigentlich die letzte Hoffnung für Österreich am Start. Es war bis dato, bis ich gefahren bin, keiner am Stockerl, keiner unter den ersten drei. Und dann habe ich eben dieses Rennen mit diesem großen Vorsprung gewonnen. Und das war einfach für die ganze Mannschaft und alle, die an meiner Seite waren, sicher ganz ein toller Tag. Ich habe irgendwo auch schon gewusst im Vorfeld, es könnte meine letzte Abfahrt in Kitzbühel sein und die wollte unbedingt noch einmal gewinnen. Und dass das dann so eine Bombenfahrt wird, mit dem Vorsprung von über einer Sekunde, dass den Menschen so lange in Erinnerung bleibt, ist eine coole Geschichte.